Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Heute geht es um Videospiel, Charaktere oder beziehungsweise Gegner oder Freunde in den Spielen, die man hat. Der Präsentation, beziehungsweise ich werde hier in diesem Format, was ich nenne, Videospiel-Charakter-Vorstellung oder keine Ahnung, wie ich es nennen will. Glaube, ich nenne es einfach Charaktervorstellung oder Spiele Charaktervorstellung, bla bla bla. Heute, mit dem ersten Video von dieser kleinen, aber feinen Reihe, möchte ich mit dem Creeper beginnen. Und wie ihr seht, seht ihr auch schon ein Bild. Ich werde erstmal erzählen, was der Creeper ist, was er macht und wo sein Rang liegt. Also Fanbase und sowas. Ich würde mal ansagen, fangen wir erstmal an, was ein Creeper überhaupt ist. Ein Creeper ist ein Mob in Minecraft, der höchst sehr bekannt ist. Und die Aufgabe des Creepers ist es, Steve, den Hauptcharakter, durch das Spiel zu jagen und zu explodieren. Beziehungsweise, wenn er den Spieler findet, will er explodieren und Suizid begehen. So viel zum Taktik des Creepers. Aber was macht der Creeper? Also warum will er explodieren? Naja, er ist einfach ein ganz normaler Mob. Er will versuchen, wie die Zombies versuchen, dich einfach zu töten. Und mir ist schon oft passiert, dass ein Creeper mein Haus manchmal kaputt gemacht hat. Ja. Wie ist der Creeper eigentlich entstanden? Der Creeper ist eigentlich durch eine sehr lustige Art entstanden. Nämlich, der Creeper wollte eigentlich ein Schwein werden. Nur da hat Notch, der, im Klammern mal, der Programmierer von Minecraft, ein Fehler gemacht, nämlich diesen Oberkörper, den ihr hier seht, den hat er nach oben gemacht, halt wie er hier auch ist. Und nicht so, wie beim Schwein. Also so schräg. Da hat er einfach einen Mob drauf gemacht und so ist der Creeper entstanden. Der Creeper hat natürlich eine riesen Fanbase bekommen und ja, deswegen ist der Creeper auch im Minecraft-Titelbildschirm zu finden und wird auch häufig als Skin verwendet, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Der Creeper ist eine sehr häufig benutzte Skinart, weil der Creeper einfach das Hauptzeichen von Minecraft ist. Wenn man den Creeper sieht, muss man direkt an Minecraft denken. Also, der Aufbau des Creepers. Hier, ich habe jetzt vielleicht das falsche Bild drin, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Der Aufbau des Creepers, es gibt viele Bilder von Aufbau. Manche sagen, er hat TNT drin und manche sagen, er hat TNT drin. Ist das kein großer Unterschied, ne? Er kann einfach explodieren. Und hat vier, wie ihr seht, hat er vier Beine und seine Aufgabe ist es halt, wie jedes Mob Steve zu töten. Der Creeper. Der Creeper ist das eines der ersten Mobs, die es in Minecraft gab. Wahrscheinlich sogar mit dem Zombie und dem Skelett, die Spinne. Ich glaube, die vier waren die ersten Mobs, die wirklich Gegner waren und ja, wenn ich mal so nachdenke, waren die wirklich die ersten? Also in den Beta-Versionen gab es ja den Nether noch nicht. Und da waren die wirklich die ersten. Also sind die eigentlich und sind bis heute noch geblieben. Und jetzt kommen wir mal ein kleiner Fun-Fact. Wenn ein Blitz in den Creeper einschlägt, dann kann es passieren, dass er einen blauen, komischen Rände bekommt. Das bedeutet, dass er quasi eine Atombombe ist, beziehungsweise eine wahrscheinlich dreifach so große Explosion machen kann und dich damit, auch wenn ein normaler Creeper kann dich schon one-hitten, dieser Creeper one-hittet dich nochmal. Sogar mit besserer Rüstung kann er dich one-hitten. Ich habe ja schon erwähnt, dass der Creeper das beliebteste Mob für die Skins ist, aber der Creeper. Was wollte ich jetzt sagen? Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wartet mal. Boah, fail. Einfach nur fail. Oh, fail, ja. Trotzdem. Der Creeper ist immer noch wahrscheinlich das beliebteste Monster von allen und gehört auch zu den ersten Monstern. Ich weiß, dieses Video ist jetzt extrem kurz und kam auch extrem kurz, aber dennoch möchte ich nur noch mal diese Sachen erwähnen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann würde ich euch bitten, einen Daumen nach oben zu geben, damit ihr Bescheid weiß. Oder teilt es mir doch mit einem Kommentar mit. Würde mir helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.